So, und da sind wir auch schon wieder mit einem halben Pfund Nudeln im Bauch. Geht es einem doch gleich viel besser und man ist gestärkt und kann diese unglaublich anmutig aussehende Zugsteuerung aktivieren. Fahren wir doch mal. Setzt die Ladungen, zerstört die ganze Kolonie, hinterlasst keine Spuren, dass wir hier waren. Ich will nicht sagen, aber irgendwie sehen die leicht dümmlich aus, diese Viecher. So, Sprengladungen. Entschärfen. Sprengladung! Die Gate müssen sie angebracht haben. Tempo, Tempo! Wir müssen alle finden und deaktivieren! Eine ist entschärft. Ja, wir machen Tempo und die sind sicher gut beschützt, diese Sprengladungen. Ja, da geht schon los. Scharfschützengewehr. Hallo. Oh, Schilde. Einer weg. Noch einer weg. Machen wir mal die Schilde down. Aua. Lad mal die Schilde auf. Lad die Schilde auf. So. Schild ist weg. Ihr greift mal den Typ an. Das Terrain ist zu rau. Ach. Ah, verfehlt. Ja, ja, ist ja gut. Was war das denn? Stufenaufstieg. Ich habe gar nichts gemacht, aber Stufenaufstieg. Unser Radar ist im Übrigen blockiert und wir haben nicht mehr viel Zeit. So, da ist noch einer. Na, den lassen wir erstmal links liegen. Beziehungsweise stehen. Und laufen mal auf dieser Seite hier weiter. Weil ich das irgendwie immer tue, obwohl es viel klüger wäre, auf der linken Seite zu laufen, weil da die Sprengladungen sind. Aber gut, was soll's. Da ist einer. Und er hat mich nicht bemerkt. Das können wir zu unserem Vorteil nutzen. Hallo, mein Freund. Sonst noch wer? Ja? Nein? Dann eben nicht. Schade eigentlich, aber gut. Sprengladung entschärfen. Mach das mal. Knie dich davor hin und bete sie an, auf dass sie von ihrem Vorhaben ablassen möge, uns alle in die Luft zu jagen. Ladung entschärft, zwei sind noch übrig. Übrigens, sehr schöne Lichteffekte, wenn wir schießen. Gefällt mir gut. Oh, da ist tatsächlich noch irgendwo einer. Oh, da sind noch ganz viele. Wo kommen die denn her? Sind die nachgespawnt? Ich verbrauche unglaublich viel Medigel. Ich finde das irgendwie doof. Okay, Ziel ist geschafft. Oh, danke schön. Penner! Entschuldigung. Noch mehr Ziele. E17, E17, E17. Gut. Wieso verbrauche ich so viel Medigel? Das hat früher immer mehr reingehauen irgendwie. Naja, egal. Wen interessiert's? Kiste machen wir mal auf und da gibt es... Ah, super. Wir machen erstmal ein bisschen Ausrüstung hier. Klicken Sie Talentpunkte, bla bla bla. Panzerung, ja. Sturmangriffstraining, Fitness freischalten. Erhöht Waffenschaden, erhöht Nahkampfschaden. Erstmal einen Schmeichelnpunkt und dann machen wir noch ein Sturmangriffstraining. Kaidan hat auch zwei Punkte bekommen, das ist ja super. Erste Hilfe, mach das mal.
Durch Verabreichung von Medigel. Ah, okay, nice. Und Barriere kannst du auch. Super. Und Ashley, was hast du so drauf? Keine neuen Fähigkeiten. Das ist aber lame. Schnell speichern, fehlgeschlagen. Sehr schön. Ja, in Kampfsituationen kann man nicht speichern. Das ist ganz nützlich zu wissen. Wusste ich natürlich schon, aber für euch, falls ihr euch fragt, wieso speichert denn nicht? Geht nicht, da man kämpft. Ah, da kommen die Husks. Das gefällt mir nicht. Wieso treffe ich den nicht, wenn er am Boden liegt? Ey, so ein Penner. Ich treffe dich. Oh, was für ein Penner. Die haben Schilde? Wieso haben die Schilde? Gleich hast du keine Schilde mehr, du Penner. Dankeschön. Da ist der Sender. Den hat Saren vorhin schon benutzt. Den sollen wir einsacken. Ja, die Präzision ist im Davonlaufen. Nehmen wir mal das Präzisionsgewehr. Vielleicht macht es seinem Namen mehr Ehre. Definitiv. Hallo. Was sagst du zu einem schönen Headshot? Dankeschön. Sehr freundlich. So, und weil wir ja Medigel haben, benutzen wir das auch. Obwohl es völlig unnötig war. Ach, jetzt heilt er sich voll durch. Ach, super. Technik-Kit. Kyro-Sprengsatz. Ach ja, ich wollte ja wegen der Ausrüstung mal gucken, ob wir vielleicht eine bessere Rüstung freigeschaltet haben. Haben wir, aber diese können wir noch nicht benutzen. Das ist natürlich doof. Hast du vielleicht irgendwie noch... Nein, du kannst das alles nicht benutzen. Und du kannst die Mittelschwere... Ach, du hast die schon an. Super. My lady. So, jetzt können wir auch mal speichern und machen einen neuen Spielstand. Speichert Inhalte. So, speichern beendet. Wieso habe ich jetzt meine Maus im Bildschirm? So, jetzt nicht mehr. So, hier, bevor wir uns den Sender angucken, weil da kommt eine epische Cutscene, werden wir noch ein bisschen uns kurz umschauen, hier auf dieser schönen Ebene, auf diesem Hochplateau. Und jetzt können wir auch endlich gleich mal den wunderschönen, den schönen Himmel genießen, der vorhin ja doch irgendwie, ein bisschen, ja, den ich vorhin nicht so schön genießen konnte, weil das Feuer dann doch ein bisschen an meinem Hintern gezüngelt hat, aber gut, spinnt. Starte manuelles Überbrücken. Mach das mal. Wo komme ich durch? Da komme ich durch. Oh, scheiße. Failed. Oh, jetzt aber schnell. Huh! Das war knapp. Alles mitnehmen. Gib her das Zeug. Ich habe doch hier irgendwo was von Kiste gelesen. Wo ist denn die hin? Ach da. Da ist die Kiste. Klack, klack, klack. Guardian für Turiana. Ah, Turiana-Rüstung. Was könnten wir mit der denn machen? Die passt uns ja gar nicht. Hm. Naja, gucken wir mal. Wir nehmen sie einfach mit und laufen an diesem schönen Drachenzahn vorbei. Denn da hinten gibt es noch einen kleinen Spind, den wir mitnehmen können. Wir können übrigens auch uns diese manuelle Überbrückung sparen, indem wir Universalgel benutzen. Das ist aber recht schwer zu bekommen, beziehungsweise man kann das bekommen, indem man seine Gegenstände auf Universalgel reduziert und dann, ja, eben das Universalgel hat und dafür kann man das dann benutzen. Hier könnte ich jetzt zum Beispiel auf Universalgel reduzieren, das hat den Wert 4, das hier hat auch den Wert 4, dann hätte ich insgesamt 8 Universalgel. Aber da wir das im Moment noch nicht brauchen, das brauchen wir später erst, nehmen wir das erstmal so als Gegenstände mit und gucken uns mal diesen Sender an. Also ein schöner Sender. Schießen wir einfach mal drauf und ja, stellen fest, dass er offenbar kugelsicher ist und epische Cutscene und so. Ich mute mich und ihr haut rein. Normandy, der Sender ist sicher. Unfassbar. Er bitte sofortige Tatsächliche Abholung. Tatsächliche funktionierende Proteaner-Technologie. Als er ausgegraben wurde, hat er das noch nicht gemacht. Etwas muss ihn aktiviert haben.
Roger, Normandy. Ich warte.